Skylar macht gerade Mittagspause. Warte, was ist da drüben los? Oh nein, ein Dieb! Die Tasche gehört mir! Ich muss etwas unternehmen. Skylar wird dieses Problem mit ihrem Hotdog in den Griff bekommen. Jetzt gib die Handtasche her! Hey, warte! Die ist für dich! Oh, danke! Ich gebe dir eine Belohnung. Ist das für mich? Ein Ticket für die megareiche Schule. Können meine Träume wirklich wahr werden? Yeah! Heute ist mein erster Tag an der Millionärsschule. Ich werde nachsehen, ob ich meine Schulbücher habe. Ich packe sie in diesen süßen Rucksack. Oh, und dann gibt es noch eine Sache, um die ich mich kümmern muss. Perfekt! Okay, es ist Zeit zu gehen. Ich werde heute so hart lernen. Der erste Tag wird super werden. Diese Schule ist so reich, dass man es kaum glauben kann. So schön. Oh, du bist im Weg. Weg da. Hey, behandelt man so eine Lady? Irgendwas stimmt hier nicht. Riecht es hier nach einer armen Person? Hier sind keine armen Menschen erlaubt. Oh, hey, lass mich los. Ich habe ein Ticket. Hier, siehst du? Oh, ups. Klar, natürlich. Komm rein. Na also, danke. Wow, der Mülleimer-Look gefällt mir. Aber das ist doch nur mein Rucksack. Ich hoffe nur, dass wir uns bei ihr keine Krankheiten einfangen. VIPs bekommen in dieser Schule besondere Schließfächer. Netzhaut-Scan. Bestätigt. Wir brauchen unsere Luxushandtaschen. Wow, goldene Schließfächer. Aber wie funktionieren die? Oh, verstehe. Ich muss hier reinschauen. Komm schon, geh auf. Oh, das ist fies. Aber so leicht gibt Skylar nicht auf. Ich werde dich so oder so öffnen. Oh, nur noch ein bisschen. Hey, was machst du da? Brauchst du Hilfe? Ah, bist du in Ordnung? Nein. Weg da. Ich lande gleich. Puh, mir geht's gut. Keine Sorge. Ich habe mich nicht verletzt. Das werde ich jedem erzählen. Ja, echt lustig. Sagt Hallo. Das ist Skylar, unsere neue Schülerin. Setz dich. Darf ich mich hier hinsetzen? Nein, kannst du nicht. Dieser Platz ist für meine Handtasche reserviert. Hi, ist dieser Platz noch frei? Nein. Puh, jetzt sind wir sie erstmal los. Wo soll sie denn jetzt noch hin? Oh, sieht so aus, als hätte Skylar doch noch einen Platz für sich gefunden. Ich muss nur diese Spinnenweben loswerden. Oh, und dieser Platz muss verschönert werden. Schon besser. Wow, das ist ziemlich schick. Echt stylisch. Danke, freut mich, dass es dir gefällt. Oh, Tyler, wo warst du? Komm her und halte dich von ihr fern. Hörst du? Was hast du am Wochenende vor, Tyler? Die Cafeteria ist heute wirklich überfüllt. Es gibt nicht einen einzigen freien Platz. Da bist du ja. Du kannst hier sitzen. Siehst du? Ich habe einen Platz reserviert. Oh, danke, Tyler. Alle sind so nett zu mir. Diese Cafeteria hat ihren eigenen Kellner. Wow. Austern zum Frühstück? Das nenne ich mal erstklassigen Service. Probier mal, Skylar. Du wirst es lieben. Danke. Kann man das wirklich essen? Von diesen Luxusmahlzeiten bekommt sie jetzt schon Verdauungsstörungen. Ich muss das komische Zeug loswerden. Ja, na klar. Ich habe eine Idee. Ich bin satt. Das war sehr lecker. Oh, warte. Ich muss da rangehen. Was ist das denn? Das warst du. Hey, wo ist sie denn? Ich kann es nicht glauben. Ach, komm schon, Kim. Das war doch so lustig. Chemie ist so ein spannendes Fach. Heute lernen wir megareiche Alchemie. Also gut, pass gut auf. Wir mischen das hier und mischen dann.
Dann fügen wir diesen Ring hinzu. Danach kommt es zu einer Reaktion. Und wir erhalten das. Jetzt könnt ihr es selbst ausprobieren. Fangt an. Macht dir keine Sorgen, Tyler. Ich weiß, wie das geht. Vergiss nur nicht das Geld. Ich bin fast fertig. Es hat geklappt. Wow. Wahnsinn. Die stehen noch nicht einmal zum Verkauf. Wow, so cool. Hey, Hände weg. Aber ich will doch nur... Tut mir leid. Aber du brauchst Geld dafür. Und du hast ja keins. Gut, das werden wir ja sehen. Okay, das könnte ich gebrauchen. Und das. Oh, und das hier auch. In meinem Rucksack sind so viele nützliche Sachen. Was machst du da, Skylar? Bleib stehen. Ups. Ist alles in Ordnung? Nein, nein, nein. Hier, nimm ein paar Süßigkeiten. Schüler, es ist Zeit für einen Test. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Hier, Skylar, das ist für dich. Hey, vorsichtig. Fangt an. Bei den Tests zu schummeln ist eine hohe Kunst. Du musst so tun, als ob du wirklich etwas weißt. Wie auch immer, ich kann auch schummeln. Oh, schon wieder? Oh, na, wartet. Hab dich. Smartphones auf den Tisch. Sofort. Du auch, Skylar. Oh, was ist das denn? Du kannst es behalten. Danke, Miss Lizzie. Alles klar. Die Luft ist rein. Holt die Spickzettel raus. Psst, Skylar, lass mich abschreiben. Ich will auch. Klar, aber seid vorsichtig. Das Cheerleading-Training ist so aufregend. Kim ist echt super. Aber Skylar gibt auch ihr Bestes. Sie hat aber keine Pompons. Sieh dir das an, Abby. Papier-Pompons? Ich bin gut vorbereitet. Kann ich bei den Cheerleadern mitmachen? Vergiss es. Ups, ich stecke fest. Du bist so ein Loser. Such dir eine arme Schule. Das hättet ihr wohl gerne. Ich bleibe hier. Oh, wie gefällt dir das? Jetzt hast du ein paar wirklich süße Pompons. Gut, ich bin bereit. Schaut euch diesen Tanz an. Oh nein, keine Bienen. Sie wird so eine Lachnummer sein. Das gibt's doch nicht. Sieh dir die vielen Likes an. Dieser Lifehack ist super beliebt. Abby, wir müssen das auch tun. Bist du bereit? Na dann los. Ja, Hilfe. Hey, Abby. Was schaut sich Tyler an? Das ist verdächtig. Oh, sieht so aus, als wäre Tyler verliebt. Oh. Sie ist so süß. Wow. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Du siehst heute super aus, Skylar. Das ist für dich. Oh, das ist so süß. Blumen? Für sie? Wie kann er es wagen? Ich habe eine Überraschung für dich. Das wird der beste Abend deines Lebens. Ein echtes Luxusrestaurant. Danke, Tyler. Aber jemand beobachtet die tote Taube. Sie werden dafür sorgen, dass dieser Abend unvergesslich wird. Oh, ich kann nichts sehen. Wir müssen näher ran. Guten Appetit, Tyler. Aber glaub ja nicht, dass du sie küssen darfst. Ich werde mich rächen. Oh ja, Tyler. Ich habe alles ausgetrunken. Hier, Skylar, für dich tue ich alles. Also gut, Kim. Ich fange an. Du kannst dich auf mich verlassen. Puh, das war lecker. Hast du das gesehen? Ich schätze, ich sehe nur Dinge. Also, Skylar, würdest du mit mir tanzen? Klar. Auf keinen Fall. Der Tanz ist gestrichen. Ich fange dich auf, Tyler. Was für ein perfekter Moment für einen romantischen Kuss. Und ein perfekter Zeitpunkt für Kim, nach Hause zu gehen. Heute ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung in der Schule. Wir helfen armen Kätzchen in Not. Das wird sicher eine Menge Geld einbringen.
Oh, wir haben heute einen ungebetenen Gast. Die Leute hier sind ganz verrückt nach Kätzchen. Oh, hey, ich bin doch nur ein kleines Kätzchen. Miau, wo willst du denn hin? Ein Glück ist Skylar in der Nähe. Sie hilft denen. Hey, wie wär's mit Tessas Schokolade? Hier. Für mich? Du bist so nett. Warte, geh nicht weg. Okay, hier bin ich. Wow, was für eine Verwandlung. Und hier, das ist für dich. Für deine Freundlichkeit. Wow, 1 Million? Jetzt wird keiner mehr über mich lachen. Heute gibt es Hotdogs zum Mittagessen. Das Leben ist gut. Hey, Miss, kann ich etwas haben? Ich bin so hungrig. Dieser Typ sieht wirklich traurig aus. Genieße es. Nur Julia wurde ohne Essen zurückgelassen. Aber es gibt noch etwas Interessanteres, das auf sie wartet. Hier, bitte. Das ist für dich. Ich brauche es nicht. Es ist eine Eintrittskarte für die reiche Schule. Unglaublich. Hey, Mann, wo bist du? Wie auch immer. Zeit für die Schule. Auf dem Ticket steht die Adresse. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Hier ist sie. Die reiche Schule. Am Eingang gibt es einen Vermögenstest. Bist du blind? Sieh mal, wie viel Gold ich habe. Kommen Sie rein, Miss. Wer ist der Nächste? Lass mich in Ruhe. Hier ist dein Trinkgeld. Und die neue Schülerin ist schon da. Oh, Entschuldigung. Das war ein Versehen. Ups. Ich bin gekommen, um zu lernen. Die Regeln sind für alle gleich. Zuerst der Scanner. Diese Schülerin ist arm. Oder ist sie etwa doch reich? Ist der Scanner defekt? Ist es nicht das, wonach du suchst? Mein Ticket zu einem reichen Leben. Es ist okay. Du kannst reinkommen. Der erste Schultag ist so aufregend. Weißt du, wo mein Spind ist? Aber wie es aussieht, ist Courtney gerade sehr beschäftigt. Reiche Schließfächer mit Netzhautscans? Bereit für den Unterricht. Wir können loslegen. Wow, beeindruckend. Ich frage mich, ob ich das kann. Es funktioniert nicht, aber du darfst nicht aufgeben. Dieses neue Mädchen weiß nichts über reiche Technologie. Aber Julia hat einen Ersatzplan. Oh nein, die Haarnadel ist hier machtlos. Wie wäre es mit einem Schraubenzieher? Das ist sehr nützlich. Nein, ist es nicht. Es ist an der Zeit, wie ein Profi zu handeln. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist ernst. Aber Julia weiß schon, was zu tun ist. Und es ist gar nicht so schwer. Ist das wirklich alles mein? Ich kann es nicht glauben. Hey, neues Mädchen, das ist mein Spind. Das sind meine Lehrbücher. Siehst du das? Gut. Besorg dir deinen eigenen Spind. Kann das funktionieren? Juhu. Julia hat jetzt ihren eigenen Spind. Ich frage mich, ob Martin beleidigt war. Es ist Zeit, die Mitschülerinnen kennenzulernen. Hallo Leute, wie geht's denn so? Es wird gemunkelt, dass das neue Mädchen bettelarm ist. Es ist besser, sich von ihr fernzuhalten. Und wir starten einen virtuellen Kurs. Sind alle auf ihrem Platz, Leute? Dann lasst uns mit der Stunde beginnen. Heute werden wir eine interessante Erfahrung machen. Keine Magie, nur Chemie. Lasst uns Gold in das neueste Handy verwandeln. Wow, die reiche Schule ist ein erstaunlicher Ort. Was gibt es da noch hinzuzufügen? Und was dann? Ich glaube, du vermischt es. Julia hat kein Gold. Das ist okay. Die Muschelhalskette passt auch. Und lass uns auch ein Plastikarmband hinzufügen. Und einen Marker. Nur für den Fall der Fälle. Und Julia hat es geschafft. Das ist offensichtlich kein Smartphone. Aber der Retro-Stil liegt jetzt im Trend. Es kann sogar einen Anruf tätigen. Das ist urkomisch. Julia hat sich wieder blamiert. Aber Herr Ryan sieht das anders. Bravo,
Das ist ein Durchbruch in der reichen Wissenschaft. Die reichhaltige Schulkantine ist besser als jedes Restaurant. Guten Appetit, meine Damen und Herren. Es sieht teuer aus. Und für reiche Kunden gehen die Getränke aufs Haus. Julia kam auch zum Essen. Wir müssen uns benehmen. Kellner, willkommen. Das ist unsere Speisekarte für heute. Aha. Sind Sie sicher, dass diese Preise richtig sind? Julia kann es sich nicht leisten, in der Schulcafeteria zu Mittag zu essen. Aber es gibt ein paar leckere Dinge, die sie mitgebracht hat. Julias Lieblingshotdog. Und es kann in leckeres Sushi verwandelt werden. Das war unerwartet. Was ist, wenn es wirklich gut ist? Kellner, wir nehmen das gleiche Gericht. Diese Art von Sushi haben wir nicht. Das ist keine Cafeteria, sondern ein billiges Diner. Und Julia hat eine Teeparty geplant. Aber wirf den Teebeutel nicht weg. Wir können ihn später immer noch verwenden. Courtney hat ein kleines Geheimnis. Sie wünscht sich, Martin würde ihr Aufmerksamkeit schenken. Aber Martin hat heute andere Dinge zu tun. Er muss Julia retten. Hey, was ist mit den Lehrbüchern? Es scheint, als würde sich hier eine Romanze zusammenbrauen. Oh, lächelt sie ihn auch noch an? Julia wird es bereuen, dass sie auf eine reiche Schule gegangen ist. Aha. Hallo, ich muss dich sofort sehen. Ich bin beleidigt worden. Hier kommt Courtneys persönliche Sicherheit. Furchtbar und rücksichtslos. Das ist nicht gut. Zeit, das Notsignal zu geben. Junge, bitte enttäusch mich nicht. Du magst doch Hotdogs, oder? Das ist ein Geschmack, den er unter Tausenden wiedererkennen würde. Los geht's. Du willst das Hotdog, nicht wahr? Aber kümmere dich zuerst um das, okay? Aha. Kein Problem. Diese Geheimwaffe kann jeden besiegen. Hilf mir, irgendjemand. Julia ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Danke, das ist deine Belohnung. Willkommen im Biologieunterricht. Ja, bitte. Heute werden wir einen Geldbaum pflanzen. Lasst uns damit beginnen, Geldsamen in die Erde zu stecken. Dann gießen wir sie. Jetzt ist es Zeit zu ernten. Es hat sich herausgestellt, dass die Biologie eine sehr profitable Wissenschaft ist. Martin pflanzt ein paar große Scheine ein. Courtney hingegen mag lieber Gold. Für diese Münze sollte sie eine 1 bekommen. Julia hingegen hat ein großes Problem mit Geld. Aber es gibt einen Ausweg. Der Geldbaum ist überhaupt nicht praktisch. Lasst uns einen Mandarinenbaum pflanzen. Es ist Zeit, deinen Minigarten zu gießen. Wie lange werden wir noch warten müssen? Aufgepasst, los geht's. Martin hat es geschafft. Sein Baum brach alle Geldrekorde. Und Courtneys goldener Baum ist so glänzend. Julia hat auch eine große Ernte. Nur, dass es kein Geld ist, sondern Obst. Wie wär's mit einem Deal, Jules? Das Geschäft mit den Mandarinen boomt. Und sie kann mit dem verdienten Geld Origami machen. Heute Abend wird es auf der Schulbühne heiß hergehen. Die arme Julia spielt einen Busch. Martin hingegen hatte viel mehr Glück. Er spielt die Hauptrolle. Aber jetzt braucht er ein wenig Hilfe. Juliette, komm raus! Aber wo ist seine Geliebte? Der Direktor wird einen Zusammenbruch erleiden. Aber die Hauptdarstellerin hat eine Schönheitskatastrophe. Oh nein, das kann doch niemand sehen. Hey, was ist los mit ihr? Psst, neues Mädchen, siehst du den Pickel? Ich bin heute draußen. Ups, die Produktion lief aus dem Ruder. Sogar der Busch verlässt die Bühne. Courtney, reiß dich zusammen. Du kannst es schaffen. Julia, ich kann nicht. Frag nicht. Ich habe es unter Kontrolle.
Das Theater braucht einen weiteren Stern. Oh, Romeo, ich bin schon da. Diese Rose ist ein Zeichen meiner Liebe. Julia ist eine geborene Schauspielerin. Oh ja, ich bin auch ein Busch. Juliette der Busch? Wow, das war genial. Bravo! Leute, wir haben heute einen Test. Hey. Hier sind eure Papiere. Ihr könnt anfangen. Eine Prüfung war das Letzte, was wir brauchten. Aber Julia ist nicht sauer auf den Lehrer. Aha. Wir müssen unser Bestes geben. Aber die Mitschüler haben andere Pläne. Warum versuchen, wenn du betrügen kannst? Wage es nicht, Martin. Leg das Telefon weg. Wie sie wollen. Und Mr. Ryan ist überall dabei. Ich beobachte dich, okay? Das ist ein Misserfolg. Julia hat einen guten alten Lifehack. Spickzettel aus Papier. Was für ein einfacher Test. Julia, können wir auch einen haben? Oh. Bitte. Klar, alles zum Wohle ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Was ist denn da drüben los? Hey, was machst du da? Und es ist Zeit für Mr. Ryan, sich auszuruhen. Wir sehen uns in der nächsten Stunde. Das sind gute Nachrichten. In der Schule gibt es einen Ball. Es ist Zeit, sich auf die Party vorzubereiten. Courtney will alle mit ihrer Schönheit überstrahlen. Auf einen Schönheitssalon kannst du nicht verzichten. Nur bunte Farben und viel Glitzer. Wie sie wollen, Miss. Mehr, mehr Puder. Und die Haare brauchen Arbeit. Das ist ein gutes Ergebnis. Und Schönheit braucht Geld. Martin bereitet sich auf die Party vor. Was für eine schwierige Entscheidung. Hey, ich brauche einen persönlichen Stylisten. Zu Ihren Diensten, Sir. Wie wäre es mit diesem Outfit? Zu einfach. Nope. Wie wäre es mit dem hier? Igitt, das ist zu leicht. Oh, Julia ist auch hier. Oh, wo kommt das denn her? Wie wäre es, wenn wir ein Kleid aus einem Hemd machen? Wir haben sowieso kein Geld zum Einkaufen. Das würde doch funktionieren, oder? Yeah. Und der Tipp wirkt wahre Wunder. Yes! Party, ich komme. Wart's nur ab. Auch Julia hat ihren Look gefunden. So charmant. Und der Ball geht los. Oh. Martin, rate mal wer. Bist du das, Courtney? Er hat richtig geraten. Jemand muss die Sonne entfernen. Aber es ist nicht die Sonne. Das sind Courtneys Diamanten. Sie weiß eine Menge über Schmuck. Aber es ist besser, sich von ihr fernzuhalten. Wow. Julia ist heute so süß. Wie kannst du es wagen, Martin? Es stellt sich heraus, dass Julia eine großartige Tänzerin ist. Und sogar Mr. Ryan ist hier. Er wird diese Party noch heißer machen. Leute, lasst uns bis zum Morgen tanzen. Viel Spaß. Wow, es wird Zeit, von hier zu verschwinden. Ich tanze besser als du, Julia. Und jetzt kommt der große Moment. Verleihung des Titels der Ballkönigin. Dieses Mal nicht, Courtney. Der Titel der Königin geht an Julia. Und ich glaube, Mr. Ryan hat etwas vor. Die Ballkönigin bekommt nicht nur die Krone, sondern auch einen Geldpreis. Wie viele Nullen? Martin, kannst du es glauben? Ich bin jetzt reich. Ich werde für immer an dieser Schule bleiben. Das ist die schlimmste Party aller Zeiten. Sie haben mir meine Krone weggenommen. Courtney, hier ist deine Krone. Bitte weine nicht. Das neue Mädchen ist gar nicht so schlecht. Die Träume aller werden heute wahr.